Hallo Freunde, es geht weiter mit Let's Play Super Mario Galaxy 2. Ja, warum bin ich eigentlich schon wieder in der fünften Welt? Ich bin doch im letzten Part eigentlich schon in die sechste Welt gekommen. Ja, ganz einfach, weil am Ende sogar noch ein Schabernack-Komet bei Bowser Jr.'s Burner-Bunker erschienen ist. Und ich habe sogar beim ersten Versuch geschafft, wo ich direkt gegen ihn gekämpft habe, dass ich ihn nochmal platt mache, weil es ja ein Risikokomet war. Da bin ich richtig stolz drauf, aber dabei kann ich jetzt in den anderen Welten nichts machen. Das heißt, es geht wieder zurück in Welt 6, die sich ja bei einem schwarzen Loch befindet. Und ich mache jetzt weiter mit der Schmelztiegel-Galaxie, wo ich mir auch wieder zuerst den Geheimstein geholt habe vom Wanderaffen schon wieder. Und zwar musste ich diesmal kegeln als Felsen-Mario. Das habe ich geschafft, auch beim ersten Versuch. Aber ihr seht schon, hier gibt es zwei weitere Powersterne und diese riesigen Labermonster. Und die Kometenmünze muss ich hier natürlich auch erwischen. Also werde ich wieder dorthin fliegen. Schmelztiegel-Galaxie, das mirakulöse Magma-Meer. Auf ein neues. Das war so richtig schwer. Also die Galaxie ist, für das, dass es die erste Galaxie in der sechsten Welt ist, ist die schon ganz schön hart. So, schon wieder Luigi, nee. Nein, danke. Ich habe zwar gesagt, bei Gelegenheit würde ich ihn wieder in Erwägung ziehen, aber das heißt noch lange nicht, dass ich ihn wirklich immer verwende. Teilweise komme ich einfach mit Mario besser zurecht und boah, ey, hier diese Labermonster. Die sind so schlimm und so furchtbar. So riesig. Wow. Ah, pfeif auf den Sternpilz, den erwische ich jetzt eh nicht mehr. So, Moment mal. Ha, und jetzt. Und wow. Holy shit. Alter, da hinten kann man den Stern sehen, aber das ist noch ein weiter Weg. So. Checkpoint und gleich mal einen scheiß Feuerball erwischt. Nein, wow. Alter, vor allem hier richtige Lavawellen. Es ist ja das Magma-Meer. Ein Meer, das eigentlich gänzlich aus Lava besteht. So. Gott, wie komme ich jetzt hier unbeschadet rüber? Eh nur über da! Ah, hier ist wenigstens noch so ein Pilz. Danke, verpiss dich. So, wartet mal, den will ich unbedingt haben. Na, Mario, wo springst denn du hin? Bist du bescheuert? Ich wollte doch noch... Nein. Komm schon. Hol dir den Pilz! Danke. So. Oh Gott. Na, wo springst du immer hin? Du Doofkopf. So, kann man sogar, glaube ich, in den Abgrund fallen, wie das hier aussieht. Aber nicht mit mir. Oh nein. So, doppelte Lebensenergie ist hier wirklich äußerst hilfreich bei der ganzen Lava. Na, ja, diese Viecher kennen wir schon aus Galaxy 1. Bams. Die waren auch richtig nervig. Ah. Oh, da ist ja noch so ein Vieh. Oh Gott, das wartet sogar regelrecht darauf, dass ich mich dem nähere, aber bei dem muss ich leider vorbeikommen. So. Haha, daneben! Hast mich nicht gekriegt und hier ist noch ein Checkpoint. So, und hier haben wir Wirbelstürme. Das heißt, wir müssen wieder das machen. Das konnten wir auch in Galaxy 1 schon. Dass Mario seine Arme so 360 Grad um sich selber wirbelt. Ein Wunder, dass er sich dabei nicht die Arme bricht. Aber kommt schon, das ist ein Videospiel. Da ist alles möglich! Das finde ich schon wieder dumm. Das fand ich schon wieder nicht so schön. So, hier ist eine Schaukel. Ah, Mütze. So, ich muss so hoch schaukeln, dass ich den Sternring erreichen kann. Und weiter geht's. So, da vorne jetzt eine riesige Sonne mit so dermaßen vielen Labermonstern, dass man es gar nicht fassen kann. Und da drüben haben wir auch noch die Kometenmünze, die ist auch nicht leicht zu kriegen. Ai!
Hilfe! Hilfe, Hilfe, Hilfe! So, komm, hol sie dir! Ja! Boah, ey! Das ist so übel hier! Eine, das nenne ich mal eine richtig schwere Lava-Galaxie, aber hallo! Ha! Ausgetrickst! Da ist der Stern! Ah! Nein! Nein, 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 nein! Aua! Das ist fies! Das ist ja richtig gemein hier! Ha! So, na klar! Jetzt fliegt er noch darüber und die Labamonster bewegen sich aber leider weiter! Komm schon! Ha! Nein! Nein! Scheiße! So, jetzt aber! Na, komm schon! Hallo? Danke! Danke! Nicht verkackt! Wunderbar, und die 36. Kometenmünze bereits! Und ein One-Up gibt's auch noch oben drauf. So, was ist denn jetzt schon wieder? Noch ein hungriges Mäulchen mehr. Ich hoffe, du weißt, was du tust. Ah! Unser letzter Neuzugang scheint etwas auf dem Herzen zu haben, Steuermann. Genau! Jetzt gibt es da drinnen in der, ich sage es mal eben, Spielhalle einen zweiten Luma, bei dem ich würfeln kann. Aber ich würfel erstmal hier! Und krieg schon wieder mein einzelnes Sternenteil. Was soll denn der Dreck? So, ich gehe nochmal kurz hier rein, um es euch mal zu zeigen. So, der linke, der war ja schon etwas früher da, ne? Nur 30 Sternteile für einmal würfeln. Aber der hier ist anders. Fünfmal würfeln für 100 Münzen. Ja. Das bedeutet, ich zahle jetzt mal wirklich 100 Münzen. Sehr gerne sogar. Weil ich habe eh mehr als genug. Und darf dafür fünfmal würfeln. Oh, ich bin zu voll, das fühlt sich so gut an. Verwandlung! So. Fünf Würfel gibt's hier. Das heißt, ich habe fünfmal die Chance, mehrere extra Leben zu kriegen. Und hier habe ich schon mal mein erstes. So, Nummer 2. Nummer 3. Ah, wieder 1. So, am besten wären ja 5. Ah, wieder nur ein einzelnes. So. Und noch ein letztes Mal. Hopp! Und nochmal ein einzelnes, egal. Und da ist er wieder. Also für 100 Münzen kann man jetzt hier 5-mal würfeln und hat halt die Chance auf richtig viele Extra-Leben, wenn man Glück hat und richtig gut würfelt. Das hat eh nur mit dem Glück zu tun. So, das heißt, jetzt habe ich 29 Extra-Leben. Ist das geil? Das heißt, immer wenn ich einen neuen Part beginne, kann ich mir hier schön mal Extra-Leben holen. Einfach so. Aber es ist noch lange nicht vorbei und... Aha, jetzt ist auf einmal Luba auch weg. Egal, die kommt sicher wieder. So, dann hole ich mir mal den zweiten regulären Bornstern aus der Schmelztiegelgalaxie. Der auch nicht viel einfacher war. Was ich so in Erinnerung habe. Schmelztiegelgalaxie, der Rollfelsen des Asteroidengürtels. Oh, weia. Willkommen in der Galaxy! Und wir sehen, diesmal ist es ausnahmsweise ohne Lava, aber dafür bin ich wieder Felsen Mario und muss ins Ziel rollen. So. Und zwar dort drüben. So. Ha. Checkpoint. Und übrigens, bei dieser Mission kann man, wenn man sich gut anstellt und das quasi mehrmals macht, richtig viele Sternenteile sammeln. Ja. So. Diese Absperrungen hier am Rand, die sind, glaube ich, eh aus Gummi oder zumindest sind sie elastisch. Wenn ich dann nämlich, glaube ich, dagegen rolle, dann prall ich zurück. Probieren wir das mal. Genau, seht ihr? Doing, doing, doing. Außer wenn ich gegen einen festen Rand knalle, dann bewege ich mich nicht mehr. Das heißt, das muss man richtig gut ausnutzen können.
Man darf aber natürlich dann auch nicht irgendwo runterfallen, das ist eh ganz klar. So. Also. Bams. So, und da ganz hinten ist jetzt der Powerstern, aber da muss ich erstmal hinkommen. Wow. So. Man kann ja wenigstens auch mit dem Joystick steuern. Hopp. So. Man sollte versuchen, richtig viele von diesen Kristallsternen hier zu treffen, dass man eben schön viel extra Sternteile kriegt. Zack, zack, zack und zack. Wunderbar. Wow. Natürlich muss man auch immer wieder mal springen. So, jetzt aufpassen. Seht ihr, genau das habe ich gemeint. Das ist das, was mich an dem Stern so ankotzt, weil ich jetzt vor dem Rand gewesen bin und da abgeprallt bin. Das heißt, jetzt muss ich hier leider nochmal, aber das Schöne ist, meine Sternenteile bleiben mir erhalten, wenn ich es jetzt nochmal probiere. Von daher, was zum... Oh, wie muss man denn... Hier muss man ja jetzt schon springen. Bams. Also meine Sternenteile bleiben mir erhalten. Das heißt, wenn ich es jetzt nochmal versuche, sind alle Sternenteile wieder da und ich kann sie nochmal einsammeln. Das heißt, man kann hier eigentlich, wenn man genug Extra-Leben hat, so oft wie möglich, wie man nur will, quasi absichtlich verlieren und runterfallen, dass man halt immer wieder neue Sternenteile holt. Ja, seht ihr? Das ist einfach geil. Das heißt, wenn man das oft genug macht, kann man an die 1000 Sternenteile einfach so kriegen. So, jetzt mache ich mal euch hier platt oder auch nicht. So, also wie gesagt, ich bin leider schlecht gesprungen am Ziel und jetzt bin ich daneben gerollt. Du Trottel! Du bist so ein Idiot manchmal, Mario. Was war das schon wieder für eine Aktion? Nochmal! So, aber wieder kann ich die Sternenteile erneut sammeln. Also wenn man schon verkackt, sollte man es ausnutzen. So, und hier kann man sich eh wieder ein Extra-Leben holen. Das heißt, man hat eigentlich unendlich Versuche, wenn man sich immer wieder das Extra-Leben schnappt. Das ist einfach nur geil. Super geilomatico. So. Die Sprünge müssen einfach gut sitzen. So. Schon wieder nicht! Mario, wieso? Was war das für ein Scheiß? Wieso prall ich da immer ab von diesem Drecksrand? Das gibt's doch jetzt nicht. Ich meine, ich würde den Stern auch gerne mal haben, ja? Was soll das bitte? Warum prall ich immer von diesem Scheißrand ab und fall dann in den Abgrund? Wow, 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 wow! Seht ihr? Das ist ein bisschen übel jetzt. Jetzt habe ich auch das Extra-Leben nicht gekriegt, aber egal. Mann, ey! Fies! Wann bitte musste man hier nochmal springen, dass man hier nicht verkackt? Also ich will eben nicht runterfallen. Ich will ja auf die Plattform mit dem Stern noch raufkommen. Vielleicht muss ich etwas früher schon springen, dass ich weiterspringe. Nee. Mann, jetzt fick dich doch mal! Was soll dieser Dreck? Das regt mich schon wieder auf. Da werde ich schon wieder leicht sauer, weil was soll der Scheiß jetzt? Wann kannst du dir den Stern nicht holen? Fall ich immer runter. Ich kann nicht mehr als springen, ja? Das ist nicht meine Schuld, das ist die Schuld von der Steuerung hier. Ich meine, wann soll ich denn springen? Oder darf man gar nicht springen? Ich probiere jetzt einmal nicht zu springen, aber da rolle ich doch dann einfach runter. Also man muss doch springen. Vielleicht ganz, ganz knapp vorher. Ganz knapp vorher werde ich es mal ausprobieren, dass ich wirklich ganz knapp in die Knapp springe. Das muss doch irgendwie gehen. Aha! Na bitte, jetzt habe ich es geschafft. Na endlich! Hui! Na bitte, geht doch! So, der 90. Powerstern ist das bereits! Und die Galaxie ist komplett! Ja, aber ich habe richtig viele Sternenteile! Ich habe schon wieder über 1000! Und mein Spiel wurde gespeichert, natürlich! Was ist denn?
du hast ganz schön was mitgemacht, oder irre ich mich? Gönn dir ruhig mal einen Austausch, Steuermann. Von wegen, jetzt geht's doch erst richtig los. So, wartet, wie viele Sternenteile wollte dieser Komelium nochmal haben? 1800, oder? Schauen wir nochmal. Ja, 1800, oder? Ich könnte mir ja rein theoretisch was von der Todbank abheben, aber eigentlich möchte ich das nicht. Noch nicht. Ich werde jetzt erstmal in die Uhrwerk-Ruinen-Galaxie reisen, ja? Die ist auch ganz schön krass, aber die ist eigentlich richtig geil gemacht, muss ich sagen. Auch wenn sie relativ schwer ist, stellenweise. Aber ich werde trotzdem dorthin fliegen! Uhrwerk-Ruinen-Galaxie. Rauer Ruinenritt. Willkommen in der Galaxie, die dieselbe Melodie hat wie die Schlingersand-Galaxie, aber gänzlich anders aufgebaut ist. Weil ich bin ja nicht in einer Wüstengalaxie, sondern in einer Ruinengalaxie, kann man sagen. Und hier sind riesige Zahnräder. Heißt ja nicht umsonst Uhrwerk-Ruinengalaxie, die sich hier um sich selber drehen. Wo man wirklich aufpassen muss, dass man nicht runterfällt. So. Ha, ein fliegender Block. Schwupps. Sternteile noch sammeln. So, gegen Ende, wie gesagt, braucht man einfach verdammt viele davon. So, haha. Man muss sich nur zu helfen wissen. So. Wow, noch so ein Ding. Da, wo springst denn du hin? Ah, seht mal, hier unten ist ein Gomelumer für Münzen, aber ich glaube, der braucht 30 Münzen habe ich leider nicht dabei, also lieber nicht. Och, wie wär's, wenn du mir 30 Münzen bringst? Ja, ein andermal vielleicht. Ausnahmsweise hole ich mir mal zuerst den regulären Stern und dann den Geheimstern. Aua! F you! Was soll denn das? Ich hab dir nicht erlaubt, dass du mich anspuckst. Wirklich nicht. Was zum... Hey! Kann man denn hier nochmal... weiter... Ach so, hier oben ist der Sternenring. Na dann! Wyro Gates! So, ein Checkpoint. Wunderbar. So, schon mal zwischengespeichert, dann ist es nicht mehr ganz so tragisch. Außer natürlich, dass mich hier die Wände runterschubsen wollen. Ja, nicht mit mir. Nicht mit mir. So. So komme ich hier wenigstens rauf. Na los, kommt schon, raus mit euch. Sehr schön. So, und seht mal, hier ist so ein Pfeil. Zack. Wow, mein Gott, jetzt wird hier alles weggesogen. Vor allem ist die Schwerkraft ja jetzt hier anders. Jetzt laufe ich hier an der Wand lang. Darf natürlich nicht quasi nach hinten fallen, sonst werde ich ja von den schwarzen Löchern erwischt. Das wäre überhaupt nicht gut. So. Was zum... Hä, wie hat man denn das hier nochmal gemacht? Ach so! Ich verstehe. Hab schon kapiert. Dass man hier mitkommt. Bams. So. Hier. Hopp, Vorsicht. Da, nein, nein, nein. Stirb, wollte ich sagen. So, Moment, hier haben wir nämlich einen Schalter. So. Jetzt habe ich da drüben einen Luma befreit. So. Zu dem ich hoffentlich auch hinkomme. Yep. So, Hallöchen. Oh, vielen Dank dafür, dass du mich befreit hast. Endlich hat jemand meine Hilferufe erhört. Zum Powerstern geht's hier lang. So, und er verwandelt sich natürlich in einen Sternenring und ich hüpfe natürlich rein. So. Oh mein Gott, jetzt wird's nochmal richtig schlimm. Diese riesigen Dinger da.
könnten mich augenblicklich zerquetschen. Ich glaube, dass sie sehen Instant Kill, also da bin ich augenblicklich tot. Außer man nutzt die Einkerbungen von diesen riesigen Steinzahnrädern aus, dann kann man natürlich überleben. Ganz knapp. Oder hier in der Nische. So, wow. Moment, Moment. So, hier rein. Irgendwo hier ist jetzt auch noch die Kometenmünze. Das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. Kann schon sagen. Moment, da kommt das nächste. Ha, gerade noch geschafft. So, vorsichtig. Fiese Stacheln. Na klar, ich muss einen Warnsprung machen, wo auch Stacheln rauskommen können. Das muss jetzt richtig schnell gehen. Ha, geschafft. So. Du. Hey! Oh, nein, 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 nein. Ich glaube, ich spiele mit dir. Na. Achso, nee, hier ist eh eine Münze. Wenn ich die kriegen würde. Ja. So, und noch eine. Und zack. Abwärts. So, passiert mir hier irgendwas? Nee, hier nicht, aber. Ach ja, das war ja hier so komisch. Na. Hey, ich wollte doch mit, verdammt! Wie muss man, wenn sich das Ding nicht mehr dreht, wandsprungmäßig hier so rein? Das ist voll eigenartig. Oh, Vorsicht! So, hier oben hin. Moment mal, was haben wir denn hier? Eine Röhre. Da schau ich mal rein. Aha. Was haben wir denn da? Aha, schon wieder Münzen. Oh, schade, nicht alle gekriegt, drauf geschpfiffen. So, egal, ist nicht so schlimm. Der Gomelum war ja sowieso schon weiter vorne, zum Gehen komme ich ja von hier aus gar nicht mehr. Ist auch gar nicht notwendig. So, eine Aufzugsplattform. Und ein Schalter. So, da oben ist der Powerstern. So, irgendwo hier war doch jetzt auch noch. Zack. Irgendwo hier war noch die Kometenmünze. Aber jetzt passt mal auf. Passt auf, passt auf. Ich glaube, man musste nämlich, um überhaupt dann auch an den Stern zu kommen, hier versuchen, über eins der Zahnräder. Hey, wartet mal. Hä? Wo zum Teufel ist die Kometenmünze? Wo ist die denn nochmal? Die sehe ich hier nirgendwo. Habe ich die schon verpasst? Das wäre aber richtig dumm. Nee, wo ist die scheiß Kometenmünze? Die habe ich doch noch gar nicht. Wo ist die denn? Wo ist denn die? Wartet mal, ich guck mal Ego-Perspektive. Ich sagte Ego-Perspektive, umgehen, dass ich. Wo ist denn die? Ist die da oben irgendwo? Nee. Da vorne ist nur der Stern. Hä? Das gibt's doch jetzt nicht. Wo ist denn die Kometenmünze? Die. Nee, die habe ich noch nicht, oder? Nee, die habe ich noch nicht. Ich fahre nochmal runter. Ob ich die vielleicht irgendwo vergessen habe? Aber wo wäre denn die? Die habe ich jetzt nirgendwo gesehen. Aua! Mann! Fick deine Mutterskakuda hier! Warum musstest du das tun? Vielleicht ist die hier drüben irgendwo. Aua! Hörst du mal auf, mich anzuspucken, du! Scheiß Viech, du. Was ist denn hier? Aber hier ist doch auch nichts. Hier musste man nur hoch. Oder ist die hier oben vielleicht? Wartet mal. Hier oben sieht es doch so komisch aus. Aber hier kann man ja nur abrutschen. Warum? Ich will Ego-Perspektive! Warum kann ich nicht Ego-Perspektive machen, ha? Warum nicht? Kann man überhaupt nicht die Kamera bewegen? Das ist jetzt richtig dumm. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die hier oben war. Die war nicht hier oben. Wo ist die Kometenmünze? Ich hab sie doch noch gar nicht. Das ist jetzt wieder mal richtig derbe bescheuert. Na los, fahr rauf. Nee. Da unten ist die nicht. Da oben ist nur der Stern. Äußerst eigenartig. Außer die sitzt doch irgendwo hier oben. Aber wo sollte die bitte sein? Ich probier jetzt mal was.
Ich sagte, ich probier was! Hey! Ach, Menno, die lassen mich schon wieder nicht, diese verdammten Zahnräder. Vielleicht ist die so weit da oben, dass man die gar nicht sehen kann und dass man irgendwie versuchen muss, mit einem dieser riesen Zahnräder da hochzukommen. So. Also, ich probiere jetzt mal, dass ich hier hoch kann. So. Dann will ich aber von Zahnrad zu Zahnrad oben weiter hüpfen. Dass ich vielleicht hier drüben irgendwo... Nee, die kommen ja hier nur raus. Soll mir das bringen, dass ich hier... Ach, Menno, wo ist diese scheiß Kometenmünze? Ja, dann eben nicht. Dann her mit dem Scheißstern. Dann weiß ich echt nicht, wo die jetzt gewesen wäre. Die hole ich mir offscreen. Naja, aber immerhin den Power-Stern habe ich. So. Und was tut sich? Ah ja, Raumschiffmacher kann jetzt noch weiter fliegen. Schön für dich. Spielerpost? Ah, Mario, ein Brief für dich. Einladung, ich bin ein legendärer Spieleprofi. Es gibt ein neues Spiel, in dem du dich mit mir messen musst. Ich warte auf dich in der Honigköpfer-Galaxie. Zeig mir, wie gut du bist. Dein Wanderaffen. Na bitte, der Brief vom Wanderaffen ist angekommen. Also dann bis zum nächsten Mal. Natürlich. Okay. So, naja. Wie gesagt, ich muss mal gucken, wo bitte jetzt eben diese Kometenmünze gewesen wäre. Dann muss ich sie mir halt offscreen holen, was ich ziemlich blöd finde. Aber was soll ich machen? Geht nicht anders. Hab sie leider nirgendwo sehen können. Und im nächsten Part geht's dann trotzdem weiter für den zweiten regulären Stern, weil man kann ja die Kometenmünzen, wie ihr mir gesagt habt, leider immer nur über den ersten regulären Powerstern der jeweiligen Galaxie kriegen und nicht über den zweiten oder einen anderen, was ich ein bisschen dumm finde, aber was soll's. Dann ist hier mal Schluss und im nächsten Part geht's wieder weiter. Also tschüss!